Hey Leute, willkommen zurück zu Getting Over It. Und wir sind wieder genau da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Oh mein Gott. So. Ja, ich sollte vielleicht wieder ein bisschen mehr Bullshit labern. Ich nehme das jetzt wieder eine Stunde auf. Of all sad words of tongue or pen, the saddest are these. It might have been. John Greenleaf Whittier. Mann. Das könnte ein ganzes Weilchen dauern, bis ich da wieder hochkomme. Was läuft da eigentlich aus dem seinem Topf raus? If you try to please audiences, uncritically accepting their tastes, it can only mean that you have no respect for them. Andrei Tarkovsky. Wie soll man sich denn da weiter hochhangeln? Ich sehe es kommen. Ein gehöriger Schwung und ich lieg wieder ganz unten. Der Hammer hat ja vorne drin ein Loch. Das ist ja mal interessant. Aha. Sieben Minuten und ich bin wieder ganz am Anfang. Ja, nicht ganz am Anfang. Ganz am Anfang war der Baum da hinten, aber. Ach, Mann! Nicht das wieder. Ja komm, guck dem Hammer nach, guck dem Hammer nach. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich immerhin dann noch meine normale Maus. Ich habe jetzt gerade irgendeine so eine billige Ersatzmaus. Und das heißt im Umkehrschluss, dass ich. Oder hatte ich beim letzten Mal noch meine normale Maus? Ich weiß es nicht mehr. Aber das heißt im Umkehrschluss, dass ich jetzt mit der Maus noch schlechter zurechtkomme. Andererseits sind die Controls ja auch schrecklich bei diesem Spiel. Hat irgendwer von euch Zuschauern, es werden vermutlich wieder zwei sein, geschafft? Don't hate the player, hate the game. Ice-T. Ja. Don't hate the player, hate the game. Ich hasse das Spiel auch.
Ah, Mann. Und dieses Spiel ist aus meiner Sicht schon an sich vollständig unmöglich. Ich brauche halbe Schwerkraft. Ja, ich brauche halbe Schwerkraft. Aber ich kann das ja nicht einfach so machen. Ich kann meine Maus einfach nicht schnell genug bewegen. Was soll der Scheiß? Jetzt ohne Witz. Ich sehe es kommen, ich hau noch irgendwas runter. Sowas wie die Topfpflanze, die ich hier auf dem Schreibtisch stehen habe. Ach, komm schon. Und wenn ich irgendwas runterschmeiße, stehe ich dann erstmal eine halbe Stunde da, mach's sauber und denk mir, Scheiße, das war es nicht wert. Andererseits, diesen Trash-Talk hier ist es auch nicht wert. Ich meine, 20 Minuten. Na, noch nicht ganz ab 19, aber. Hang in there. Don't let it get to you. But also, let it get you a little bit. Patience is the foundation of eternal peace. Just anger your enemy. Harm comes to those who know only victory, no defeat. Find fault with yourself and not with others. It's in falling short of your own goals that you'll surpass those who exceed theirs. Tokugawa Ieyasu. Ach, komm schon. Ha, ich habe das Häuserdach einfach übersprungen. Es gab ein paar Updates seit dem letzten. Ich glaube, die haben die Physics schlechter gemacht, statt besser. Damit das Spiel noch mehr Rage verursacht. Ah. Nein, 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 nein. Better by far that you should forget and smile than you should remember and be sad. Christina Rossetti. Dieses Spiel macht mich fertig. Dieses Spiel macht mich legit fertig. Diese Reihe von Zitaten ist nervig. Es erinnert einen einfach nur daran, dass man versagt. Immer und immer wieder. Nein, nein, nicht noch mal die Musik. Das hatten wir ja schon mal mit der Musik. Endlich. So knapp. Ich hatte ehrlich gesagt bei dem letzten Video, bei einer Stunde Videomaterial, echt Schwierigkeiten zu finden, was ich rausschneiden sollte. Wie ich hier oben hänge und versuche, diesen bekackten Schacht hochzukommen. I stand amid the Und roar noch of a mal. surf-tormented shore, and I hold within my hand grains of the golden sand. How few, yet how they creep through my fingers to the deep, while I weep. Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp?
Can I not save one from the pitiless wave? Is all that we see or seem but a dream within a dream? Edgar Allan Poe. Aha. Normalerweise habe ich mit Deutsch nichts am Hut. Andererseits ist das Englisch. Und es sind englische Zitate. You can mute me in the settings. Can I see another's woe and not be in sorrow too? Can I see another's grief and not seek for kind relief? William Blake. Hm. Ja, wenn er mich stört, kann ich ihn in den Settings muten. Durchaus wahr. Aber trotzdem steht dann noch die Zeile mit den Zitaten. Und da ich mir nicht die Mühe machen will, die selbst zu lesen, lasse ich sie lieber ihnen vorlesen. Ich kann mir echt nicht gut zuhören, wie ich da war. Liegt vielleicht auch daran, dass ich so viel Bullshit laber, aber ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, wenn das nur so im Kreis geht. Wisst ihr was? Ich lass es sein. Sucht euch einfach irgendein anderes Video, wo jemand Getting Over It spielt. Ich bin raus. Ich meine, ich bin jetzt dreimal runtergefallen, viermal. Statt einem Zitat kommt jetzt einfach nochmal Musik. Und ich glaube, ich habe meine Aufgabe, alle Zitate durchzuhören, fast geschafft. Oder auch eher nicht, weil Überraschung. Ich bin erst ziemlich am Anfang gewesen. Heißt demnach, wenn das so segmentiert ist, dass es quasi für verschiedene Stellen verschiedene Listen gibt, dann werde ich ganz sicher niemals alle Zitate hören, weil das ist einfach nur schrecklich. Ich komme hier hoch. Ja, ich komme hier hoch. Braucht dann erstmal eine halbe Stunde, bis ich irgendwo hinkomme, weil ich dauernd wieder runterfalle. So in der Art. Und dann springe ich zu weit. To traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt. William Shakespeare, Measure for Measure. Sorry, nein, ich demoliere dieses Haus. Das war's wert. Wisst ihr was? 42 Minuten klingt für mich besser als 45. Ich habe einfach so keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Ich bin reingegangen mit, so schlimm wird's ja wohl nicht sein. Immerhin habe ich's ja in einer Stunde auch schon zweimal ganz da hoch zur Baustelle geschafft. Na Bullshit. There are no regrets in life, just lessons. Jennifer Aniston. Ja, toll. Okay, nee. Hui. Hui. Ich will doch nur hier drüber. I just want to get over it. Ich verkrieche mich jetzt einfach hier in dieser Ecke. Das war die zweite Folge von Getting Over It. Dreiviertel Stunde, ich hab's geschafft, das Spiel eine weitere Dreiviertelstunde zu überleben. Eine Stunde überlebe ich nicht.
Nee. Ich bin schlechter geworden. Bedeutend schlechter. Ich hätte nicht erwartet, dass das überhaupt geht, aber offenbar schon. Irgendwie. Naja. Wir sehen uns in irgendeinem anderen Video. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht allzu schnell, weil ich vermutlich wieder vergessen werde, irgendwas hochzuladen. Oder keine Zeit haben werde. Aber naja. Dann sucht euch doch irgendein anderes Video aus. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wie wär's denn mit dem ersten Teil von Getting Over It? Da war ich zumindest besser als jetzt. Also, wir sehen uns.